sind wir schon, Leute, im Garten hier von der zweiten Stadt von Onikoni, oder wie ist die City? Lass mich mal ganz kurz lesen hier. Meine Schaltkreise sind überfordert. Wo steckt wer? Wo muss ich hin? Ich habe keine Ahnung, Alter, lass mich mal schauen hier. Wir sind jetzt gerade in Ula Ula, so hieß die Stadt, und zwar, beziehungsweise die Insel heißt Mula Mula, und wir sind in Malea City, eine sehr, sehr große Stadt, wie es aussieht, mit Friseursalon und dies und das und Ananas. Auf jeden Fall sehr, sehr große Stadt, sehr, sehr große Insel mit sehr, sehr vielen Abenteuern, und ich bin ultra ready! Leute, ich hoffe, ihr seid auch bereit. Letzten Part haben wir einen Quapsel gefangen, haben mehr über die Ultrabestien herausgefunden, haben auch gegen eine Ultrabestie gekämpft. Derp, geh bitte. Lass mich einfach in Ruhe, Derp. So, Tali, hast du was gefunden? Mali Ziergarten soll es ein Teehaus geben. Wahnsinnig, oder? Aber gut, ich suche bei der Brücke nach dem Professor und du suchst den Rest der Umgebung ab. Voll nett, Alter, ey. Ich soll hier alles absuchen und ersuchen. Oh, das sind Fukanos als Steine. Seht ihr das? Mega sweet. Leute, ich habe ultra Bock, jetzt aufzunehmen. Ich habe gerade noch ein Part bearbeitet, hochgeladen. Habe jetzt alle Parts fertig bis Sonntag. Jetzt wisst ihr ungefähr, wenn der Part hier hochkommt, habe ich... heute ist Donnerstag und der Part, den ich gerade geschnitten habe, der kommt Sonntag. Das heißt, recht aktuell bin ich noch am Schlüssel. Und ja, willst du kämpfen? Siehst du nach Kämpfen aus, so. Das Wasser ist wunderschön, nicht wahr? Ob sich wohl Pokémon bei den Felsen im Wasser verstecken? Easy, klar, warum nicht? Hallo, ich angel da immer. Oder manchmal auch Items, je nachdem. Was ist das für ein Goldstein? Kein Plan. Ich kann doch surfen hier, oder? Oder kann man hier nicht surfen? Nee, man kann hier nicht surfen, weil ja nur Glurak erlaubt ist hier. Bah, ich pack mal die Kette hier wieder ab. Weil, wegen... Es ist ganz schön kratzig am Hals. Nicht so geil. Und da haben wir den neuen Vogel. Emma Rose, einfach hyper heftig, ey. Schnabelkanone. Schnabelkanone, Alter. Das hört sich an wie Kaleloni, Alter. Schnabelkanone. So, und jetzt sollte eigentlich eine Burn bekommen. Boah, ist das mies, Alter. Alter, ist der Vogel geil. Das ist so eine heftige Attacke. Da kann man so krass mit predicten einfach. Entweder der Gegner greift dich physisch an. Und ist geburnt danach. Oder er kassiert eine 100er Attacke, die keinen Rückstoß kassiert wie Sturzflug. Die ist ja mega sick. Alter, könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich finde die richtig stark, Alter. Das macht Emma Rose richtig besonders. Was wohl das Geheimnis des Teiches hier im Ziergarten ist? Wer weiß, Madame. Ich werde es auf jeden Fall herausfinden. Gut, Emma Rose, es hat endlich ihren besonderen Boost bekommen. Ich würde sagen, der gute Black Hawk und Pfaff müssen noch ein bisschen trainiert werden. Sind wir 26 und 26. Ziemlich low, wenn man sieht, dass Tali schon Pokémon Level 29 hatte. Von daher sollten wir auf jeden Fall wieder Gas geben. Wir schmeißen hier nochmal unsere Angel aus und gucken, ob wir noch Pokémon müssen, wir ein paar Items kriegen. Das weiß nichts an. Schade. Schade, schade, Banane. So, jetzt sind wir hier einmal um die Brücke rum, ne? Ja, du suchst ja echt klasse, Alter. Also, Daumen hoch dafür, wie du das machst, Tali. Finde ich ja echt klasse. Ist hier irgendwas? Kann man hier vielleicht irgendwas finden? Hm. Hier sollte... Oh. Hallo, Professor. Er chillt einfach. Wutkeks. Ich gucke noch ein bisschen mal hier die Gegend an. Da können wir zum Beispiel ein Pokémon mal angeln oder ein Item, je nachdem. Gucken wir mal. Wupp. Ich mag solche Ziergärten, solche japanischen Sachen. Allgemein, ich bin ein Befürworter der chinesischen Kultur. Na, eigentlich nur von dessen Essen, weil... Es gibt nichts Geileres als chinesisches Essen, Leute. Also sind wir uns mal einig. Chinesische Nudeln, obergeil. Chinesisches Buffet, ultra geil. Chinesischer Reis, mega geil. Chinesische Ente, mega geil. Hallo, also ich weiß nicht, also jetzt kommt man nicht mit Hund und Katze und sowas, ne? Also das ist, nein, das wird es hier in Deutschland nicht geben, keine Sorge. Aber trotzdem, also ich feiere das des Todes. Riesenpilze, der ist riesig an Wert. Sonst ist aber nichts. Deswegen, also ich feiere das, wie gesagt, des Todes. So, und ich habe mal wieder... ich habe extra mal wieder ein Intro hier geschnitten für euch. Oh, die battlen. Na, willst du kämpfen? Willst du kämpfen, Girl? Auf Reisen möchte man sich natürlich von seiner besten Seite zeigen. Ja, deswegen sehe ich dir auch ins Gesicht, Madame. Ich würde mal sagen, so klärst du dich mir nicht. Oh, da ist sie ja, die gute Claudia, die Urlauberin. Claudia, Claudia, mit dem Handy in der Hand. Ja, Leute, so sind die Kinder von heute, ne? Immer nur so... Ja, ja, ja. Oh, ja, ne? Alles klar. Hallo, ich will hier battlen und nicht hier gegen dich per Smartphone kämpfen. So. Z-Power. So, dynamische Flamme. Wir müssen dafür unseren Schalter im Umschalten hier. Zack. Und Feuer. Frei. 1, 2, 3. Dynamische Power. Hä? Ich bin noch falsch. Oh, falsch Modus, falscher Modus, falscher Modus, falscher Modus. Jetzt aber, glaube ich, jetzt funktioniert es, oder? Ne, keine Ahnung. Egal. Dynamische Maxi-Flamme. Wird das Ding easy, 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 easy,
Also, wenn ich mal eine kleine Ratte irgendwo in meinem Haus haben sollte, ne? Dann werde ich da nicht mit einem Messer beigehen oder so. Nein, weißt ihr, Leute, ich mache das wie der gute Black Hawk. Ich nehme ein Deo, ein Feuerzeug und dann verbrenne ich das einfach so. Deswegen, so macht man das. Guck, da verbrennt die Ratte auch schon langsam. Da, gerade gesagt, da kommt der Flammkörper schon zum Einsatz und man erlegt den Rest. Nitroladung, um ein bisschen Nitroglycerin nochmal drauf zu hauen, damit die Ratte auch wirklich schön leuchtet, ne? Im Dunkeln, so ist das schön. Und durch den nötigen Burn, den es extra kassiert hat, stirbt es sogar in dieser Runde. Ist das nicht schön? So wollte ich das haben. Dankeschön, Radikal. Danke. Wunderbar. Black Hawk ist damit Level 27, Level 36, 34 ungefähr entwickelt er sich. Klingensturm. Ne, Alter. Rasieren brauchst du nicht. Das macht hier gut der gute Bautz. Der gute Hoodie. Raichu. Oh. Raichu. Ich würde sagen, Pfaff. Easy Job für dich, oder? Einen guten Durchbruch. Ein Tool sollte das sein. Raichu hat nicht die beste Def. Hat auch nicht die stärksten Attacken seiner normalen Form. Aber ist super putzig und süß. Ich habe es ja mal im Alola-Battle benutzt, für mein Wi-Fi-Kämpfen. Und vielleicht, beziehungsweise allgemein, werde ich bald wieder Wi-Fi-Battles aufnehmen. Aber ich weiß nicht, ob ihr Oras-Battles wollt. Ich glaube, ihr wollt... Oh, der macht heftig viel Damage, Alter. 30. Aber ich mache die Hälfte. Ich mache über die Hälfte. Easy. Deswegen, ich weiß nicht, ob ihr wirklich Oras-Battles noch haben wollt. Deswegen habe ich erstmal gedacht, nee, ich lasse das erstmal und spiele erstmal Sonne Mond mit euch gemeinsam durch, weil das Let's Play läuft richtig gut. Ihr habt richtig viel Spaß, ihr habt richtig viele Zuschauer, was allgemein ungewöhnlich ist für ein Let's Play von mir, weil normalerweise ein Let's Play ist von mir so, ja, so 8000, 9000, aber dieses Let's Play schafft es immer wieder so auf die 15k, das freut mich richtig. Das motiviert als Let's Player. Natürlich auch die Likes und sowas sind immer bei 700, 800, deswegen Leute, also supportet mich da auf jeden Fall. Zigarrenwürfel wurde wieder mit einer geheimnisvollen Lebensform absorbiert. So wünsche ich mir das. Deswegen, immer mal kurz die ganzen Sachen hier angucken, Leute, dann findet ihr auch die ganzen Items. Deswegen, das ist auch immer ziemlich wichtig. Ich bin niemand, der hier durchrusht, wie gesagt. Klar gehe ich jetzt nicht zu jedem NPC hin, aber ich gucke mal alles in Ruhe mal an hier. Na, Kukui. Ja, Professor Kukui. Oh, ihr strahlt ja über das ganze Gesicht. Ist irgendwas Tolles passiert? Und ob? Ultrabestien. Hey Professor, du wirst es nicht glauben, eine Ultra-Pforte hat sich geöffnet. Und dort war tatsächlich eine Ultra-Bestie. Das muss Professor Burnett erzählen. Wow, durch eine Ultra-Pforte ist also eine Ultra-Bestie gekommen? Fantastisch. Na, dann ist das ja jetzt umso wichtiger, dass ihr durch die Inselwanderschaft stärker werdet. Wer weiß, vielleicht kommt irgendwann der Tag, an dem ihr durch die Ultra-Pforten gehen könnt. Was? Werden wir außerirdische Weltmalmonster oder wie? Also gut, als nächste Prüfung findet auf dem Gipfel des Hokulani-Berges statt. Dort kommt man mit dem Bus hin. Alter, wie witzig ist das denn? Kriegen wir jetzt eine Busfahrkarte oder was? Professor, geh schon mal vor. Es wartet noch ein Malasada-Laden auf mich. Ich gehe meine Inselwanderschaft gerne ein bisschen entspannter an. Alles klar, okay, Zero, ich warte an der Bushaltestelle auf dich. Tatsächlich, Alter. Der ist so arm, der Mager, der kann es nicht mal dahin fahren. Weißt du was? Ich weiß. Ich habe doch noch gar nichts gesagt. Richtig, ich will nämlich nichts von dir wissen, Tali. Auf dem Hokulani-Berg gibt es eine Sternwarte. Ehrlich gesagt habe ich keine Ahnung, was eine Sternwarte eigentlich ist. Aber ich werde es wohl bald herausfinden. Ich mag Tali nicht, der ist immer so glücklich. Zero 22 mag keine freundlichen Menschen. Nee, der ist immer zu glücklich, der Typ. Das regt mich richtig auf. Schwimmender Geldsäcke? Ach nee, das sind Zepers. Ich dachte, das wären so Geldsäcke erst. Der ist so, what? Geldsäcke? Warum schwimmen die da? Heftig. Falls ich irgendwas hier vergessen habe, schreibt es mir gerne in die Kommentare, Leute. So, wir sind wieder in Marley City. So, hier ist die Bushaltestelle irgendwo. Ne, da ist Lilly. Hast du etwas Zeit für mich, Zero? Ich habe eine Bitte. Oh, ne, bitte nicht. Möchtest du den Ruinen? War das eben Wölkchen? Hä, sollte die nicht eigentlich bei Burner bleiben? So ist es. Ich will mir Wölkchen zu den Ruinen von Ula Ula. Aber um dorthin zu gelangen, muss man zuerst eine Wüste durchqueren. Dich zu bitten, mich dorthin zu begleiten, wäre eindeutig zu viel verlangt. Aber in der Bibliothek von Malia soll es ein Buch geben, das mir weiterhelfen könnte. Würdest du mir vielleicht helfen, dabei danach zu suchen? Ich weiß, dass die Bibliothek von Malia irgendwo im Zentrum von Malia City liegt. Da sollte also schon irgendwie was gefunden werden oder so. Keine Ahnung. Ist mir jetzt auch egal. Geh einfach weg, Lilly. Ich habe keinen Bock auf dich. Ich will eigentlich nur neue Pokémon fangen. Und neuen Zygarde-Würfel absorbieren. Das ist auch schön. Was ist das denn da für ein Hariyama-Ding? Professor! Oh, Eich! Oh, hallo, Rotom. Na, gefällt es dir in deinem Pokédex? Und wie?
Wenn ich mich vorstellen dürfte, mein Name ist Heinrich Eich. Ich bin Pokémon-Professor und untersuche die Regionalform der Pokémon in Alola. Zero, wenn ich mich nicht irre? Kukui hat mir viel von dir erzählt. Rotom unterstützt diesen jungen Mann nach allen Kräften auf der Inselwanderschaft. Natürlich! Und du musst mir versprechen, dich gut um Rotom zu kümmern, Zero. Sein Erfinder ist ein junges Genie aus Kalos. Ist schon sehr gespannt, wie sich der Rotom-Pokédex auf deiner Reise schlägt. Du findest mich in der Bibliothek von Mali, wenn du mich brauchst. Zur Bibliothek kommst du, wenn du den Mustern auf der Straße in dieser Reihenfolge folgst. Schwarze Kiste, schwarzes Dreieck und schließlich schwarzes Viereck. Okay. Ah, das ist ja witzig gemacht. So ein Irrgarten oder was ist das? Ich will erstmal Fotos schießen von mir und Hariyama. Hallo, ich bin Zero. Macht jetzt einen Screenshot für Instagram. Nice. Okay, was haben wir jetzt hier sonst so? Das ist das Tali im Masala-Laden. Was haben wir da? Was ist das denn für ein Laden? Gehen wir rein. Schauen wir nach. Art Kampf-Dojo oder was ist das hier? Herzlich willkommen im Sushi Walk. Was darf es denn heute sein? Ich möchte was essen. Oh, so viel. Nee, dann lieber nicht, Alter. Ist mir viel zu teuer. Z-Menü. Kann man sich hier Z-Steine in mir kämpfen oder so? Schreibt's mir mal in die Kommentare, Leute. Deswegen, ich werde das alles irgendwann später machen oder selber irgendwann mal. Deswegen, aber jetzt gerade habe ich ja gerade keine Lust zu. Ich möchte hier gerne ein bisschen was herausfinden. Ist das ein Friseur? Das ist ein Friseur. Brauch mal wieder eine neue Frisur, wa? Ich bin mit der jetzigen nicht so ganz zufrieden. Ist hier irgendwas? Ich glaube, die hat auch nicht neue Frisuren oder so, ne? Können ja mal gucken, Haare schneiden und färben wieder. Der Pfaff von uns ist ja hier so verunstaltet letztes Mal. Es ging ja gar nicht klar, Leute, deswegen. So. Also gut, was sollen wir denn haben? Zurückgekämmt. Sind immer nur dieselben. Ich fand zurückgekämmt eigentlich ganz am besten. Deswegen. Und wir nehmen mal einfach dunkelbraun. Deswegen. Das nehmen wir mal an, Leute, ne? Also, das sollte eigentlich passen, meiner Ansicht nach. Jawohl, das sieht doch ganz nach mir aus. Das ist ein chilliger Look. Tadam. So, weiter geht's. Auf der Reise. Oh, Klamotten! Auf der Reise. Klamottenladen, geil! Rein da! Ich will was, ich will shoppen. Hallo, ich will shoppen. Hallo. Ja, ich möchte was kaufen. Ich bin so ein kleines Spielkind, ey. Sporttanktop. Mir ist gerade so ein komisches Oberteil da, ne? Dreiviertel. Oh, die sind sogar mit Raster da unten. Seht ihr das? Die sind cool. Die gefallen mir. Die sind ja richtig stylisch. Die sind ja richtig gut. Ne, die sind scheiße. Also die hier oben waren cool. Die haben richtig Style. Ich habe auch so eine Hose. Weil dunkelblau, was ist das hier? Noch dunkleres Blau. Ich nehme das noch dunklere Blau. So. Und jetzt haben wir noch gerade so Geld. Warte mal, für ein Oberteil oder sowas? Für eine Brille. Oh, ich hasse so ein Brillen, Alter. Ey, mega kacke. Kappe. Gibt's nicht mal geilere Hüte so? Ne, es gibt nur diese Scheißkappen. Sportskappe. Die sind alle kacke. Rucksack vielleicht mal einen neuen. Den haben wir noch gar nicht neu, ne? Ein gelber. Orange. Was passt denn zu uns? Pink! Wollen wir einen pinken Rucksack kaufen? Wäre doch voll süß. Ne, Orange passt eigentlich ganz gut, finde ich. Jetzt haben wir kein Geld mehr. Haben wir gut gemacht, ne? Ich hab's nicht angezogen. Ich bin geil. Jetzt haben wir so eine Tasche so eine Seitentasche haben wir jetzt, ne? Finde ich cool. Finde ich sehr gut. Gleich mal umziehen hier. Bam. Und wo ist die Hose? Da. Und ich brauche auf jeden Fall ein neues Shirt irgendwie. Surfer-Tanktop passt fast. Hundemann-Tanktop. Das harmoniert sogar. Polo-Hemd finde ich jetzt nicht ganz so cool. Ne, ich nehme das Tanktop. Das sieht nice aus. Umziehen! Also, was sagt der Stylomat? Ja, wir sehen schon echt fresh aus, finde ich. Das sieht richtig fresh aus. Gut. Ne, wir haben auch keine seitliche Tasche. Das sah nur so aus auf dem Bild wahrscheinlich. Gut, wir sind gestylt, Leute. Wir können weitermachen. Hier ist ein Dreieck. Sind da Betten? Ne, das sind keine Betten. Ich dachte gerade so, what? Was machen da die Betten? Ist da irgendwas hier so? Ne, weißes Dreieck.
Ich muss ja nur weißes Dreieck, nee, schwarzes Dreieck, dann schwarzes Viereck und dann bin ich auch schon da. Wow! Ich dachte, man muss das jetzt ehrlich richtig suchen, aber nö, ist ja alles aus... Ist ja geradeaus nur. Zero, entschuldige bitte, aber ich habe mich schon wieder verlaufen. Oh mein Gott, die Alte regt mich auch auf. Ich bin die ganze Zeit im Kreis gelaufen, bis ich irgendwie in einer Boutique gelandet bin. Wo hatte ich überhaupt Geld her zum Einkaufen? Und als ich dort diese tollen Outfits gesehen habe, konnte ich einfach nicht widerstehen. Oh, es war das letzte Exemplar. Dabei bin ich mir nicht sicher, ob ich den Mut aufbringen kann, es auch zu tragen. Oh mein Gott. Oh, da kommt da hinten die Alte, seht ihr das? Aber mein Ausflug war nicht ganz umsonst. Eine Verkäuferin hat mir verraten, wo ich die Bibliothek von Malia finde. Sie war ganz in der Nähe. Bomb. Langes her, Zero. Diese Insel, deine Inselwanderschaft geht gut voran, wie ich sehe. Ah, das wird den Schutzpatron freuen. Möchtest du mir nicht deine Freunde vorstellen? Hey, mein Name ist Lily. Tut mir leid, dass mein Pampros dich eben so erschreckt hat. Du siehst nicht so aus, als wärst du auf der Inselwanderschaft, oder irre ich mich da? Ich interessiere mich für die alten Ruinen, weil, nun, ich habe meine Gründe. Du bist neugierig, das gefällt mir. Ich kann euch gerne den Weg zeigen, verlasst euch auf mich. Mein Pampros sieht nicht nur stark aus, zwei Passagiere sind für es ein leichtes. Vielen Dank. Haben wir nicht ein Date eigentlich mit Kukui? Egal. Sollen wir jetzt auf den mitreiten oder wie geht das jetzt? Zuerst sollten wir erst in die Bibliothek, okay? Dann gehen wir erst dahin. Dann gehen wir erst da vorbeischauen. Bibliothek. Ich bin auf der Suche nach einem alten Buch. Dieses Buch enthält eine Legende, von dem mir Professor Burnett erzählt hat. Sie besagt, dass die legendären Pokémon von Alola eigentlich aus einer anderen Welt kommen. Mhm, aus einer anderen Welt also. Dann gehen wir mal gucken nach oben. Rotom sagt sogar, elektrische Gespür sagt, dass Lily im ersten Stock ist. Ey, für ganz doof, wo haben sie den denn verlassen? Das Buch ist sehr wertvoll, ich bin mir nicht sicher, ob wir es überhaupt ausleihen dürfen. Wer ist sie denn? Ah, sie ist bestimmt ein Captain oder so, sieht genauso nach aus. Die sieht echt spooky aus. Meinst du vielleicht das hier? Ja, die ist bestimmt 100 pro Geister, sicher. Wirf ruhig einen Blick rein. Wie? Oh, vielen Dank. Mal sehen. Oh, der Titel lautet Das Licht von Alola. Plötzlich tat sich am leeren Himmelszelt ein Loch auf. Und heraus trat eine Kreatur, die vom König Alolas als Sonnenverschlinger verehrt wurde. Umhüllt von gleißendem Licht rang die Kreatur die Schutzpatrone der Insel nieder. Und machte sich... Sorry Leute, ich bin da gerade auf den Aufnahmeknopf gekommen. Die Kreatur der Sonne und ihr Gegenstück, die Kreatur des Mondes. So neues Leben, über welches zu wachen die Schutzpatronen bestellt wurden, um ihre Dankbarkeit gegenüber dem Sonnenverschlinger Solgaleo Ausdruck zu verleihen, ließ man fortan den Klang zweier Flöten an einem Podium ertönen. Oh, ein Podium und zwei Flöten. Erstmal Klarinettunterricht nehmen, Leute. Das ist das allererste, was ich gleich mache. Spannend, oder? Die Bücher meines Vaters sind alle so mitreißend. Ich bin übrigens Lola. Wie bitte? Aber, wie kommt es, dass dein Vater solch ein altes, wertvolles Buch besitzt? Tja, man sieht es mir vielleicht nicht an, aber ich stamme von einem alten, ziemlich beeindruckenden Volk ab. Das Buch muss leider in der Bibliothek bleiben, damit es nicht von Pokémon angeknabbert wird. Ich kann euch noch viel mehr über die Legenden Alolas erzählen. Freut mich zu hören. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich bleibe noch eine Weile hier. Auf dich wartet die nächste Prüfung, richtig? In einem meiner Bücher stand, dass die nächste Prüfung von Typ Elektro auf Ula Ula nur über einen Bus auf Route 10 erreichbar sei. Dann gehen wir da gleich mal hin. So, Abfahrt, Leute. Route 10 wartet auf uns und der gute Chris, den wir schon gesehen haben im Pokémon, war das nicht dieses Online-Ding da? Ich weiß gar nicht, wie es heißt. So, wo müssen wir hin? Rotom, sag mir Bescheid. So, Tauros! Und let's go! Wo ist die Bushaltestelle? Kukui! Oh, scheiße, das ist die Polizei. Hoffentlich haben die mich nicht geblitzt. So, Route 11. Wir dürfen hier ein Pokémon fangen. Tauros. Oh, voll am Ausrasten, Zero, voll am Ausrasten. Oh mein Gott, bleib mal chillig. So.
Route 11. Leute, hört ihr einen Bassdrop? Hört ihr einen Bassdrop? Ich weiß nicht, ob ich einen Bassdrop höre, aber ich höre ein Pokémon. Ein Riesenpilz. Ich höre noch was anderes. Hört ihr das? Ich höre Pokémon, die nicht cool sind. So Magospector und so ein Scheiß. Aber egal, vielleicht kommt ja hier was richtig Nices, oder? Oh, was ist das denn? Gyro Ball! Eine sehr, sehr gute TM für Bronzong oder so. Im Online-Battle wird das auch benutzt. Ich glaube, hier ist was Gutes. So! Beat Drop! Zeig mir, was richtig Nices! Pam Pam! Pam Pam ist sweet! Ich mag Pam Pam! Pam Pam ist ein cooles Poke! Männlich Level 26, kann uns nicht one-hitten. Wir gehen für die Nitro-Ladung. Und Burn, Baby, Burn! Und wir können es auch nicht one-hitten, eindeutig nicht. Kometenhieb. Vielleicht unterschätze ich das Ding. Flammenkörper, oh mein Gott, es brennt er. Hat er Adrenalin? Nee, ne? Aber er macht auf jeden Fall noch die Hälfte an Damage jetzt. Das schon mal sehr gut. So, er kriegt den Burn. Wir können nochmal Nitro-Lagen drücken. Ja, wo ruckzuck tut's auch. Ruckzuck, hieb. Über, was war das? Über Kopfwurf, das crittet, ne? Aber crittet das nicht? Ne. Ich hab gedacht, das wäre dieser Move, der immer crittet, aber ist er wohl nicht. Gut, ich würde sagen, wir schmeißen mal einen Ball. Der hat sogar eine Statusveränderung drauf, der Boy. Von daher soll das easy gehen. Schmeißen wir einen Superball. Ob wir den Boy ins Team nehmen, weiß ich nicht. Ich finde Pam Pam schon irgendwie cooler wie Pfaff, aber Pfaff ist halt ein Pokémon der neuen Gen. Von daher, man weiß es nicht. Erstmal gucken wir, welcher Abonnent dieses Pokémon wird. Denn wir haben es gefangen. Jock Güzel. Pam Pam wurde gefangen. Sehr, sehr cooles Pokémon der 6. Gen. Und wen nennen wir es denn? Ich habe einen wirklich, wirklich tollen Kommentar gelesen. Martin, habe ich gescreenshottet gehabt. Und ich glaube, ich benenne den, beziehungsweise das Pam Pam, nach dieser Person oder diesen Personen. Ich habe einen Kommentar bekommen von einer Mirja Wutz. Und zwar guckt sie zusammen mit ihrer Tochter mein Let's Play hier an. Das hat mich, Carlos hat mich einfach gefreut. Es ist voll süß. Und warte, ich will mich jetzt hier nicht verschreiben. Auch wenn das Pokémon männlich ist. Ihr beide seid gemeint. Warte, warum ist das? Das ist so schwer, mal hier zu schreiben, mit dem Stift und gleichzeitig zu gucken. Man will ja auch nichts Falsches schreiben, ne, Leute? So ist es ja. So, mir, ja, dann Wutz. Kriegen wir das hin? Kriegen wir das hin? Jawohl. Alles richtig? Ne, ich hab... Oh, ich bin auch ein Idiot. Also, es ist nicht ganz... Nein! Ich bin auch unfähig. W. U. Dankeschön. Das sollte richtig sein. Gut, fühlt euch beide gegrüßt, wie gesagt. Ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß in diesem Let's Play. Und, oh, ich wollte es eigentlich nicht in mein Team packen, aber... Eigentlich soll es auf die Box. In den PC. In den PC, das ist auch... Ich bin ein nicht richtig netter Typ, ne? Ich schmeiß meine Pokémon alle in den PC. So, dann haben wir schon mal das Pokémon geklärt. Und... Eigentlich sollen wir noch gar nicht auf Route 10, aber wir machen auf jeden Fall noch den Doppelkampf da fertig. Da habe ich richtig Lust zu. Ich weiß gar nicht, wie lange nehme ich schon wieder auf? Ich glaube, ich nehme wieder viel zu lange auf, ne? Fast eine halbe Stunde, Leute. Das war fast nur Gelaber. Ich kämpfe mit meinem Emma Rose. Und mit dem Hoodie. Juri. Was meine ich da? Juri. Juri und mit der guten Emma. So, Abfahrt! Doppelkampf. Doppelkämpfe Nuzlocke, Leute. Das ist sehr, sehr gefährlich. Aber no risk, no fun. Wir werden alles durchziehen und gucken, was uns hier erwartet. Bam! So, was sind das hier? Sportskanone. Gapsria und Irek, also die Namen, die haben sie auch wirklich ausgedacht. Da haben sie wirklich, glaube ich, nur dreimal auf die Tastatur raufgehauen, da haben sie den Namen fertig gehabt, oder wie ist das? Dartignis und ein... Ist das Bisbark? Nee, Bisbarks Formwicklung, ne? Wie ist die denn? Irgendwie auch was mit Bart oder so, ne? Keine Ahnung, bin mir jetzt nicht sicher. Terrybark, genau, so hieß sie, Terrybark. Es fiel mir nicht ein. So, ich würde sagen, die gute Emma Rose haut die Schnabelkanone raus auf Terrybark, eiskalt. Und du machst erstmal die Gewissheit auf Dartignis. Wir outspeeden eh nicht, von da ist es egal. So, burn, baby, burn. Rechte Hand. Clap your hands up, ba, 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 ba. Put your hands up, ba, ba, bam. Das macht... Oh, jetzt kriegst du noch den... Nein, du bist Feuer-Pokémon. Ich wollte gerade sagen, jetzt kriegst du noch den Burn, aber nein, du bist ein Feuer-Pokémon. Ist alles gut. Boom. Ah!
Das ist ja ein Doppelkampf noch viel geiler. Habt ihr es gesehen? Ich greife den Typen an. Und es ist ja keine Runde gerade vergangen, ne? Am Ende der Runde greift er dann an, oder wie ist das? Das ist ja noch viel mehr OP, wie ich dachte. Oder ist das nur im Doppelkämpfen so? Overhype ich gerade Emma Rose total? Ich glaube schon, ey. Das ist richtig krass, aber ey. Tot, 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 jawohl. Ruff. 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 So, du bist Thorn. Und Schnabelkanone. Das macht so gut mit der Mensch, ey. Wenn wir nicht geburnt gewesen wären, dann wäre das easy down, das Ding, ey. Mach mal einen Pflücker. Dann ist das Ding auch down. Wir outspeeden und du machst... Eigentlich mal einen Ruckzuckieb. Ich habe keinen Bock mehr, Schaden zu fressen. Das ist das Schlauste, was man machen kann. Ja. Bam. Outspeed it. Oh, er outspeedet doch. Dann ist das also doch so bei der Schnabelkanone, dass er als erstes angreift, beziehungsweise sich als erstes auflädt. Dann kassiert er halt die ganzen Sachen, Verbrennung und dies und das. Und danach greift er halt an mit seiner Bombenattacke. Das ist echt klasse. Emma Rose, Level 29 schon. Boah. Die ist echt heftig geworden, ey. Also ich war erst ein bisschen skeptisch von Trompec, aber jetzt... Heftiges Ding, ey. Heftiges Ding. Ich bin richtig krass überzeugt davon. Cool, haben wir Pampa mir sogar noch weggeräumt. Finde ich sehr gut. Wir heilen uns kurz auf. Das wird ein bisschen längerer Part mal wieder. Ich weiß, ihr seid sowas Längeres gewöhnt zurzeit. Aber ich finde es eigentlich ganz gut zurzeit, wenn ich so längere Parts mache. Wisst ihr? Ich versuche die Würze zu gestalten so ein bisschen, macht immer so ein kleines Intro vor. Und ja, wenn nichts großartig passiert, kann ich ja ruhig längere Parts machen. Deswegen, es passiert eh nichts. Und da kann man auch ein bisschen vorausspielen, so, ne? So, da haben wir unser Team. Ich bin sehr, sehr zufrieden mit unserem Team, auch wenn wir gerade noch drei Flug-Pokémon haben. Das minimiert sich ja auf zwei später, wenn sich Bautz entwickelt. Aber ja, was soll ich großartig sagen gerade? Jetzt gerade ultimative Power einfach, ne? Black Hawk, wir haben die Steintosse besiegt. Das heißt, wir haben erstmal keine Bedenken, die wir haben müssen. So. Tauros! Feuer frei! Ich glaube, hier ist Route 10. Das sieht so 10-haft aus. Route Nummer 10. Das war eine Bushaltestelle da, oder? Ne, keine Ahnung. So, wo sind wir jetzt? Route 10, da sind wir doch. Wollt ihr kämpfen? Was ist denn der Baum da los? Der wackelt. Was war das denn? What? Das ist mein Encounter! Lagpumio, Alter, nicht schon wieder Flug-Pokémon! Shit! Da flüchte ich. Da kann man ja gar nichts führen, Naslog. Wisst ihr, ich bin da nur hingelaufen, weil ich dachte, der Typ will kämpfen. Aber will er nicht. Und dann ist hier so ein Flug-Pokémon im Baum. Richtig unnecessary. Ist hier sonst irgendwas? Ja, egal, wir kämpfen erstmal gegen den Typen da. Sieht aus wie eine Reinigungskraft. Wo es brennt, ich bin zur Stelle. Also eine Reinigungskraft, ne? Wenn es brennt, dann ist sie auch zur Stelle. Also, wenn das Klo brennt, dann ist sie sofort da und wühlt da mit dem Kloputzer rum und dann ist der Brand gelöscht. Quapuzzi. Quapuzzi. So, du wirst einfach weggespült, mein Freund. Durch die guten Pfeff. Favorite. Pfeff, Favorite. Mach mal den. Oh, ich hab Strauchlauch. Mach mal Strauchlauch, wie viel denn sieht das? Ich meine, das Ding ist nicht so dick, aber... Hälfte? Oh Gott, das macht gar nichts. Das macht halt nur bei Pokémon, die vier wiegen was. Und Quapuzzi ist irgendwie nicht so in der Kategorie. Wir machen mal einen Z-Move. Bop, 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 bop. Feuer frei! Bam, 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 bam. Ich will den Z-Stein wieder aktivieren, Leute. Voll die coolen Special Effects hier immer am Start. Voll witzig. So, Feuer frei. Schieß ihn ab. Weiß Bescheid, Pfeff. Und boom. Und boom. Sehr gut. Quapuzzi ist One-Hit. Und das war's. Und das ist Level 27 für den guten Faith. Faith, Faith, Faff, was auch immer. Plus 3 Angriff, das ist stark, ey. Ich bin gespannt, ob dieses Pokémon, beziehungsweise der Affe, wirklich noch krasse Attacken erlernt. Er ist sehr gut wie zum Beispiel der andere Affe und natürlich ein Doppelkämpfen durch Receiver, die Fähigkeit. Oh, nicht schon wieder. Wisst ihr, das hasse ich. Da kommt immer Ibitax jetzt runter. Und da kann ich nichts dran ändern, höchstwahrscheinlich, weil immer... Okay, Panzeron? Aber ich werde kein Flug-Pokémon in meinem Team mehr nehmen, Leute. Das Panzeron werde ich noch wahrscheinlich nochmal fangen. Aber das Ibitax auf keinen Fall, Alter. Das ist wieder normal. Also das hier ist jetzt eine Ausnahme, weil Panzeron... Ist ja krass, Balki. Und...
Furienschlag. Wie zieht das? Das Ding hat einen okayen Angriff. Aber die Verteidigung ist halt krass heftig von Panzerron, ey. Sollte man nicht unterschätzen. Deswegen. Aber Leute, ich glaube, ich werde hier nach dem Panzerron auf jeden Fall erstmal den Part beenden. Es tut mir leid. Ich werde eine Abonnentin raussuchen, die wird gleich benannt werden. Dann gehen wir auch gleich weiter hier auf der Route. Und ich hoffe, ihr habt weiterhin Spaß an dem Let's Play. Und wenn ja, drückt mal bitte den Daumen nach oben, damit ich das sehen kann, Leute. Es ist ein kleiner Klick für euch. Und ja, mir hilft es sehr viel, sage ich mal. Deswegen, so erreiche ich noch mehr Leute, die meine Let's Plays schauen. So mache ich vielleicht mehr Leute glücklich. Zauber dir ein Lächeln ins Gesicht. Und ja, mehr ist dabei eigentlich auch nicht. Und vielleicht kann ich dadurch auch... Klar kriege ich Geld durch Let's Plays, will ich gar nichts sagen. Oh mein Gott, Alter, ich muss auswechseln. Aber das Ding ist halt, ich bin, glaube ich, einer der einzigsten Leute, die ihr ganzes Let's Play gespart ist. Vielleicht könnt ihr es da hinten sehen. Ich weiß gar nicht, ob man das sehen kann. Da hinten. Da ist mein Bett und da ist gerade ein großer neuer PC, um halt noch mehr Parts zu bringen, beziehungsweise halt, das habe ich am Anfang des Let's Plays auch gesagt schon, dass ich mir einen neuen PC bestellt habe, damit ich halt schneller bearbeiten kann, schneller rendern kann, schneller schneiden kann, damit ich halt einfach mehr Zeit spare und vielleicht euch noch mehr Parts am Tag halt liefern kann. So ist es halt bei mir. Ich will mir auch zum Beispiel neue Softboxen hier kaufen, neues Licht und sowas. Also nicht irgendwie denken, der Zero, der geht davon irgendwie, ja, keine Ahnung, sich einen Sportwagen holen oder so. Nee, also ich bin da einer wirklich der wenigen, die das wirklich investieren in Ausrüstung oder sonst was. Deswegen, da lege ich schon sehr großen Wert drauf, dass ich das irgendwie nicht verschwende oder sowas. Und, oh, der Ruckzug reicht. Gut, Leute, ich wollte das Ding fangen. Scheiße! Mann, Leute, bis zum nächsten Part. Ich war jetzt so in meinem Element.